Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe der PlayNation News. Heute an dem Mittwoch und wir haben mal nachgeguckt, wie es denn so mit diversen Spieletiteln wie zum Beispiel DayZ aussieht. Denn da gibt es eine großartige Aussage der Entwickler. Und wir haben noch was Neues zu GTA. Und Ben, was Star Wars, unser Lieblingsthema. Los geht's. Wir haben sie einfach ins Herz geschlossen. Die Entwickler von DayZ, Bohemia Interactive, ja, haben sich ja damals freundlicherweise einen Panzer vors Büro gestellt, weil sie gedacht haben, ist doch geil, ja, wir holen uns einen echten Panzer und fahren einfach damit durch die Gegend. Und wenn man anscheinend so viel Geld hat, dann läuft das natürlich richtig gut, denn DayZ war ja, muss man auch ehrlicherweise zugeben, zu Beginn ein Riesenerfolg, denn die Leute haben die Steam-Seite gestürmt, wie die Zombie-Horde praktisch. Und jetzt ist eine Aussage von den Entwicklern aufgetaucht, die uns ja, ein bisschen, ich persönlich mich ein bisschen glücklich macht, weil ich finde es gut, dass sie es einsehen, Ben. Ja, auf jeden Fall hat man jetzt quasi eingesehen, dass man wohl technische Schulden, so heißt es, hatte. Und technische Schulden, muss man kurz erklären, das bedeutet, wenn etwas sehr, sehr schlecht programmiert ist, und in diesem Fall ist es einfach die Engine, die sehr schlecht programmiert war, dann muss man im Nachhinein dann versuchen, diese Fehler auszubügeln. Und das frisst dann wiederum sehr, sehr viel Zeit. Das ist ein ganz anerkanntes und notorisches Problem in der Informatik. Und ja, nun hatte man dasselbe bei DayZ und die Entwickler haben verlauten lassen. Wir haben Dinge verworfen, geändert, überarbeitet und manchmal auch wieder neu eingefügt, um ein gutes und spaßiges Anti-Spiel als Grundlage zu haben. All die Arbeit, die dazu notwendig war, alleine diese Vision zu erreichen, hat uns jedoch gezeigt, wie hoch tatsächlich unsere technischen Schulden waren. Genau, und wir erinnern uns daran, es gab so viele Glitches, wenn du von einer Leiter gefallen bist oder eine Leiter hochgeklettert bist, bist du runtergefallen, warst tot durch irgendwelchen komischen Einflüssen, die da passiert sind. Jetzt ist es so, die Entwickler haben ja nach und nach immer solche Status-Reports veröffentlicht und den Leuten Sachen versprochen, die eigentlich selten eingehalten wurden. Ja, wir sollten damals bei 060, glaube ich, einen Helikopter bekommen oder bei 061, der ist bis heute nicht da. Wir sollten bessere Regeneffekte kriegen und so weiter. Das kam jetzt erst. Also es gab immer und immer, es gab so eine Zeit lang, da wurden Zombies aus dem Spiel rausgenommen. Also müsst ihr euch mal vorstellen, ja, DayZ, Zombiespiel und dann sind die Zombies da. Ja, so ganz schön, ne? Genau, und der Hype von DayZ ist auch massiv in den Keller gegangen, weil die Leute einfach mega enttäuscht von den Entwicklern sind. Und dann noch einen Panzer zu kaufen und damit ein bisschen zu prallen, Respekt Bohemia Interactive. Aber dafür sind ja jetzt diese technischen Schwierigkeiten offensichtlich behoben worden, ja, laut Aussagen. Und nun sollen zukünftige Updates gar nicht mehr so lange dauern, bis sie dann kommen und umgesetzt werden. Man spricht quasi davon, dass die Beta in Bälde erscheint und intern wird es schon quasi als DayZ 2.0 gehandhabt, obwohl es ja noch nicht mal veröffentlicht wurde. Sicher, also Bohemia. Aber es bleibt spannend. Euch könnt ihr selber veräppeln, ja? Ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Wobei ich sagen muss, 062 sieht schon richtig gut aus. Da haben die ja schon ein bisschen an dem Spiel rumgeschraubt. Es gibt jetzt Bäume, die sich dynamisch mitbewegen und so weiter. Also optisch hat es nochmal echt einen Schritt nach vorne gemacht. Was die Entwickler auch verlautet haben, ist, dass man viel im Hintergrund getan hat, was die Spieler nicht sehen konnten oder gesehen haben. Auch ein interessanter Satz, weil da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, wenn die da an der Engine rumarbeiten oder so weiter oder die Programmierung ändern, kriegen wir das als Gamer ja gar nicht mit, weil wir fokussieren uns ja immer auf neue Inhalte. Ich finde es gut, dass sie den Fehler eingestehen und ja, öffentlich dann auch ein Statement abgegeben haben, Besserung loben, muss man einfach mal abwarten, dass es dann auch passiert. Ich bin schon sehr neidisch, Ben, ne? Ja. Manche Leute haben einfach viel Geld, haben viel Glück. So wie ich. Und genau wie du. Und können sich diesen originalen Kollegen zu Hause in die Bude für satte 2,76 Millionen Dollar einstellen. Also alter Schwede, was ist denn da passiert? Ja, so ein Schnäppchen, ne? Der wurde tatsächlich in Los Angeles verhökert, ne? Auf dem Flohmarkt. Bei einer Versteigerung natürlich. Hörst du sie beim Flohmarkt? Oh, wie teuer? Ein Zehner? Nee, 2,76 Millionen. Okay. Nehme ich. Der wurde tatsächlich für 2,76 Millionen US-Dollar versteigert. Da gab es ja auch schon mal quasi so eine News, wo dann der Anzug von Darth Vader für 100.000 US-Dollar versteigert wurde. Fast 3 Millionen ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja, ja, und warum ist das Ganze zustande gekommen? Tatsächlich handelt es sich hier um Originalbauteile. Da sind also hier originale Teile, die auch am Set verwendet wurden, implementiert, und das macht das ganze Ding so teuer. Genau, der Höchstpreis wurde auf 2 Millionen Dollar geschätzt, ja, und man hat gesagt, okay, den kriegen wir dafür weg. Aber dann wurde der Höchstpreis nochmal überboten um 700.000 Dollar. Sehr, sehr krass. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ist schon eine Nummer, ne? 2,7 Millionen Dollar zu zahlen für R2-D2, würde ich auch machen, wenn ich könnte.
Du auch? Ja, das ist halt dieses Fandom quasi. Aber die Fans sind einfach Millionen. Dabei. Ne? Die ich hätte 4 Millionen bezahlt. Ja, eben. Mhm. Er hat's. Ja. Wofür würdet ihr denn so viel Geld ausgeben? Gibt es irgendwas in dem Film, vielleicht bei Harry Potter, der Zauberstab oder sowas? Ja, schreibt's mal in die Comments. Bei mir wäre es, glaube ich, das Lichtschwert, also Laserschwert, Lichtschwert, Lightsaber, ich muss ja alle Formen nennen, von Obi-Wan Kenobi in Episode 4, wo er es Luke Skywalker übergibt. Habe ich ja zu Hause, aber leider nicht das Original. Mhm. Was würdest du machen, Ben? Den Ring aus Herr der Ringe, den originalen. Ja, genau. Okay, Leute, schreibt mal in die Comments, ja, worauf ihr bieten würdet und bis wohin ihr gehen würdet. Okay, jetzt schreiben welche wahrscheinlich Summen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Als nächstes können wir über etwas sprechen, was auch im Star Wars-Universum so ein bisschen vorhanden sind. Aliens. Ja, man bezeichnet sie aber nicht als Aliens, weil Star Wars und Aliens ist irgendwie nicht so in Kombination. Wobei es ja Aliens sind, wenn man mal so ehrlich ist. In GTA 5 gibt es ja schon länger die Spekulationskeule, die wird geschwungen, dass es Aliens geben soll. Wir kennen ja das UFO, welches bei 100% auftaucht, über Mount Chiliad. Und wenn man auch in North Yankton unterwegs ist, also der Stadt ganz am Anfang vom Prolog, man läuft so ein bisschen herum, findet man auch das hier, und zwar ein Alien, welches unter Eis eingefroren ist. Und man hat, klar, diese Aliens immer am Start gehabt, es gab ja auch diese Mission mit Michael, aber was haben die Aliens eigentlich mit GTA 5 zu tun? Wer auf dem Mount Chiliad unterwegs ist, der hat auch schon mal diese mysteriöse Zeichnung entdeckt. Bei der Seilbahn, da hat man auch immer das Gefühl gehabt, dass man irgendwie den Jetpack freischalten kann, den es ja leider nicht in GTA 5 bisher gibt. Und jetzt ist eben der Hammer, es soll wohl bald Missionen geben, die uns auf eine sehr, sehr beeindruckende Reise schicken werden. Genau, auf YouTube ist tatsächlich schon ein Video dazu aufgetaucht. Wie genau die Kollegen es geschafft haben, diese Mission zu aktivieren, steht noch in den Sternen. Es soll wohl wahrscheinlich über irgendwelche Codefetzen quasi geschafft worden sein. Auf jeden Fall haben sie diese Mission aktiviert. Es handelt sich dabei um eine Supply-Run-Mission, die dann wirklich absolviert werden kann. Ihr müsst quasi dann Eier stehlen, relativ unspektakulär aus dem Raumschiff der Aliens. Und dann werden irgendwelche Aliens gespawnt und ihr müsst dann quasi gegen die kämpfen. Ja, die Community zeigt sich ein bisschen enttäuscht, weil das eher unspektakulär sein soll. Ja, so ein Mysterium, aber am Ende quasi aufzulösen. Und was dann dahinter steckt, ist wahrscheinlich immer irgendwo eine kleine Enttäuschung. Ne? Genau, hier ist Open4, das ist ja das Programm, wie man hier sieht, da hatten wir ja auch schon eine News zu. Und da sieht man das Alien-Eye, ja, und da hat man auch am UFO Sachen modifiziert bei Rockstar Games mit dem Gunrunning-Update. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die News noch nicht gehört. Und wo du das gerade erzählt hast, stand ich auch hier so, also da finde ich ganz ehrlich, Rockstar Games, ihr habt so viel Potenzial, weil dieses Mysterium um Bigfoot, Aliens und so weiter ist so geil. Und dann einfach so hinzupfeffern mit, ja, baller da 1000 Aliens ab und hol mal eben da 5 Eier, finde ich auch nicht so geil. Ich denke auch, das wird nicht für GTA 5 kommen, sondern eher für GTA Online, oder? Hm? Man muss ja schauen. Mehr weiß man leider noch nicht dazu, außer, wie gesagt, die Leute sind wahnsinnig, ja, wahnsinnig gespannt drauf, was uns da Rockstar Games genau bietet. Die Mission wurde jetzt aktiviert, aber ob es dann der vollste Umfang ist, bleibt abzuwarten, weil das sind, wie der Ben ja schon sagt, nur Codefetzen, die dann in den Spieldateien gefunden wurden. Nee, und über Codes wurden die quasi aktiviert, so, ja. Quasi, diese Mission. Ja. Ne? Aber wie sie am Schluss aktiviert werden kann oder gestartet ist, ist auch eigentlich noch unbekannt. Ne? Was meint ihr? Könnt ihr euch vorstellen und wie findet ihr diese Mission? Also ich finde es ehrlich gesagt nicht so cool, weil ich hätte mir auch, wie der Ben schon sagt, ein bisschen mehr Spannung gewünscht, weil dieses Thema in GTA begleitet uns Gamern ja schon ewig, ja, diese Mysterien rund um Aliens und Bigfoot und was gibt's noch? Ich habe keine Ahnung, gibt's da Jetpack? Ja. Gibt da so viel, ne? ETs, ne? Aber das ist ja, wie gesagt, nur eine ganz normale Mission in Alien-Gewand verpackt, ist halt langweilig. ETs in GTA? ETs. Genau, dann kommt, achso, Yetis, ja, wahrscheinlich ET. Genau, telefonieren! ET, guckt euch mal unbedingt an, ihr kleinen Gigolos da draußen, haben viele von euch ja nicht gesehen, den Film, weil das nämlich noch ziemlich lang her ist. Toller Film. Aber das war's für heute mit den News. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Lieblingsnews war DayZ heute. Welche hat dich so ein bisschen umgehauen diese Woche? Gab's irgendwas? Aliens gehen immer. Genau. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Ausgabe der PlayNation News. Die gibt's dann nächsten Mittwoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Däumchen, wenn ihr dem Video ein Däumchen da lasst, damit unterstützt ihr uns. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch die beiden anderen Videos anklicken. Morgen am Donnerstag gibt es dann eine neue Top-List. Und zwar mit welchem Thema? Da haben wir nochmal ein ganz, ganz prekäres Thema ausgesucht. Skandale, aber auf einer sehr schwerwiegenden Art. Oh mein Gott. Schauen wir mal rein. Skandale der Playmassive GmbH. Wir packen aus Sarazars düstere Geheimnisse. Oh oh. Morgen. Tschüss.